Ja. Ich aber nicht. Hast du mir eins mitgebracht? Du drehst schon über meine Hand. Ich Abonnieren! bin so dumm. Jetzt muss ich teilen. Ich weiß nicht, was das für ein Fett hat. Arsch. Willkommen zu einem neuen Bear Talk. Heute mit den Rivera Brothers. Worüber wir jetzt reden, nach dem Intro und nachdem ich das gegessen habe. Danke. Plombenzieher, ey. Es ist halt halb eins, ich habe noch nichts gegessen, also wirklich gar nicht. Same. Absolut same. Ich habe noch nichts gegessen. Wir haben auch nicht wirklich Themen für heute. Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, weil du hast mir, glaube ich, vor kurzem auch mal so diese Frage gestellt. Nela auch, also meine Freundin. Grüße gehen raus. Was ist so dein Ick? Mein was? What grinds your gears? So was nervt dich einfach so hart an? Nee, du hast mich in Bezug auf Werbung. Aber ich meine jetzt einfach so an Menschen. Wenn Leute was falsch. Also, stell dir das Szenario vor. Du Aber bist ich meine mit. so petty, nicht so Sachen wie wenn er ein schlechter Mensch ist, ne? Nein, nein, nein. Das ist absolut petty. Das ist auf einem Level petty. Die Leute Okay. denken, ich bin wahnsinnig. Okay. Stell dir das vor, du bist im Club. Du siehst hübsches Mädel. Du bist Single natürlich. Wir sind beide vergeben, aber in diesem Szenario sind wir ein Single. Mega das hübsche Mädel. Du sprichst sie an. Der Vibe passt, ihr redet. Und du denkst dir so, okay, Oh, ich glaube, ich kann weiß, ich was nach es der ist. Nummer fragen oder sowas? Und dann sagt sie so in einem Satz, so nebendran, mir gefällt aber dein Stil. Oh, okay. Raus! Raus! Da ist die Tür, raus! So hart. Stil, China, Chemie. Ke Es ja, gibt einfach Chemie. Wörter. Wenn die es, die können ja nichts dafür, die haben es so gelernt Ja, aber es ist und so falsch. sprechen die es aus. Aber es ist A, Es es ist ist falsch faktisch falsch. und B, ich hasse es einfach. Ja. Das ist wie Chamaleon, aber das ist ja witzig. Chamaleon. Bei, was ist das, How I Met How Your Met Mother? Your Mother, ja. Chamaleon. Lucy und ich sprechen ja auch Sachen sehr, sehr gerne falsch aus, aber mit Intent. Also wir wollen witzig sein. Zum Beispiel ist eins, ist auch von irgendeinem random YouTube-Video, ist irgendeine Köchin. Hör mal auf, das glaube ich, hört man. Er muss immer fidgeten. Er hat gerade das Ja. Messer und macht so. Das ist aber das ist aus dem Balkan, weißt du? Nee, Der muss immer im das ist, Training weil wir bleiben. einfach beide ADHSler sind. Das ist das Problem. Aber das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Also jetzt nicht canceln. Wir sind wirklich diagnostiziert. Ja. Es gibt ein YouTube-Video, da sagt die Frau, die kocht was. Also auf Englisch. Und dann sagt die: Heat up your butter in the microwave. Oh mein Gott, den kenne Und ich. ich liebe dieses Video so sehr, weil sie sagt so falsch Das und ist witzig, Jenna Lawson oder irgendwie so. keine Ich habe die Ahnung. gesehen bei Uncle Roger und die sagt immer Microwave. Microwave. Anstatt Microwave, ne? It's the Microwave. Und so, und Lucy und ich haben so mehrere Wörter, die wir gerne falsch aussprechen. Natürlich fällt mir jetzt gerade keins ein, aber es ist halt so als Gag. Aber ich finde Stiel ganz schlimm. Ja. Stiel vor allem, weil Stiel ist ein Stil. anderes Wort. Stiel ist der Besenstiel Ja. und das, was du trägst, ist dein Stil. Ja. Und auf Englisch Style, weil wir benutzen gerne Anglizismen. Aber du kannst nicht Stiel sagen, weil wenn du sagst, dir gefällt mein Stiel, dann denke ich, da ist ein Besen, der aus meinem Arsch ragt. Und das geht nicht. Das geht einfach nicht. Also das ist so eine Sache. Ich weiß, sie können da nichts für. Aber ich denke mir so, ich halte in dem ersten Moment, wenn ich den Menschen nicht kenne, halte ich sehr wenig dann von dem Menschen. Wirklich. Der ist dann direkt unten durch. Echt? Der muss sich erstmal den Respekt Ich wieder dachte. zurückarbeiten. Ich mag das einfach nicht. Aber ich kann da auch nicht. Das ist ja ein Problem mit mir, nicht mit den Menschen. Ich weiß ja, dass das ein eigenes Problem ist. Aber ich hasse die in dem Moment dann Ja. einfach. Wirklich. Die Ja. sind mir in dem ersten Moment so unsympathisch. Aber dabei haben die nichts gemacht. Aber es ist einfach, also das ist eine Sache, die ich sehr, sehr hasse. Und Ich hätte gedacht, du sagst jetzt so ganz schlimme Akzente oder so Dialekt, so richtig das ist heftiger auch, da Dialekt. finde ich auch anstrengend, aber auch da können die ja nichts für. Ja, wenn die jetzt sächsisch reden oder keine Ahnung, können wir Ja, so aber wüssten. du hast ja das Beispiel gebracht mit, dass du im Club bist und dann halt so ein Mädchen ansprichst und dann, wenn die mich halt, keine Ahnung, auf richtig bayerisch oder so ganz stark Ja, felsisch anspricht, grüezi, du bist dann. aber sexy Typ, ey. Nee, ich glaube, Fände ich auch anstrengend. ich würde mich umdrehen, wieder gehen.
Ich glaube, das fände ich auch. Also Lucy, wieder Grüße gehen raus, das hat sie gesagt. Wir haben uns im Internet kennengelernt und haben halt am Anfang viel geskypt. Und sie meinte auch, als sie hierher gekommen ist und mich in meinem natürlichen Habitat erlebt habt, Oh, stimmt, sie ist ja, aus dem Norden. ja. Deswegen, sie kennt ja Pfälzisch nicht. Und ich rede zwar kein krasses Pfälzisch, aber ich passe mich den Leuten immer sehr an. Bedeutet, wenn in meinem Umkreis sehr viele Leute sind, die gerade akzentuierter Same. reden, dann passe ich Hier. mich einfach, ja, genau, Ja. hier auf der Arbeit rede ich le mit leichtem pfälzischen Akzent und zu Hause eigentlich nur Hochdeutsch. Und ich mache das komplett unterbewusst. Einfach nur, ich Same. glaube, das ist einfach nur so Fight or Flight. Ich will dazugehören. Ich tue Nee, mich einfach ich weiß nicht, irgendwie warum ich das einordnen. mache. Ich weiß nicht, warum ich mache das genauso. Danny, ne? Grüße gehen raus. Er hat es wahrscheinlich selbst schon bemerkt, wenn Ja, ich mit das ihm sagen rede. alle. Wenn ich mit ihm rede, ist das dann ja auch immer so. Und ansonsten rede ich ja eigentlich nur Hochdeutsch. Und ich habe immer da, dann so, nicht die Angst, aber ich habe irgendwann mal so das Gefühl, dass die Leute denken, ich mache sie aus einfach nach. Aber ich Ja, mache es ja nicht mit das, Absicht. ich mache es auch, wie gesagt, nicht aus Absicht, aber Lucy meinte auch zu mir, hättest du beim ersten Skype-Gespräch pfälzisch mit mir geredet, hätte ich aufgelegt und hätte dich nie wieder zurückgerufen. Ich so, So hart. Holy. emotional damage. Sie Wow. hatte gar keinen Bock. Mittlerweile lebt, also mittlerweile fühlt sie es auch mehr und findet es lustig und Okay. versteht auch alles, sag ich mal. Ja, aber die haben Aber als sie bestimmt. hergekommen ist, hat die auch gedacht, was reden die mit mir? Haben Ich die verstehe im nichts. Norden nett irgendwie sowas in die Richtung oder wo Ja, so natürlich haben die einen Wörter? Akzent und die sagen immer Moin. Moin. Ja, das sagt man hier jetzt Moin, auch. moin. Na, ja, aber im Norden schon. Also im Norden haben die auch Akzent, aber sie kennt natürlich halt nur den. Also sie kannte halt einfach Pfälzisch nicht und der war dann schon sehr extrem. Also sie meinte auch, dass sie beim Einkaufen mal eine Kassiererin hatte, bei der sie einfach nichts verstanden hat. Ja. Also die wollte was Ja. von ihr und sie wusste nicht was. Und dann hat sie, glaube ich, irgendwie auf ein Schild gezeigt und hat gemeint: Payback! Payback-Punkte! Sammeln Sie Payback-Punkte! Und sie, nein, dabei tut sie es, aber sie sind so Ja. weit, wollte sie nur weg. Nein. Nein, das habe ich nicht. Da war dann Fight or Flight. Da war Fight or Flight, ja. Da wäre ich auch weggegangen. So, was hat sich komplett zum Affen gemacht, weil du die Person nicht verstehst. Die hat wahrscheinlich auch schon einen langen Tag und dann hat sie so einen anstrengenden Kunden, der nicht mit ihr reden Ja. kann. Ne, ich glaube, bei mir geht es ein bisschen in die ähnliche Richtung. Da sind es zwei Sachen, und zwar zwei Sachen, die mir persönlich einfach sehr, sehr am Herzen liegen. Einerseits Filme und das andere Seite Musik. Du judgst wegen Musik? Ich judge nicht wegen Musik, Du deklarierst direkt Angriff. aber wenn halt jemand, wenn ich mich mit jemandem so deep über Musik unterhalte, dann ist das direkt ein Bonuspunkt. Aber wenn dann jemand kommt, oh ja, ich liebe Musik, das ist meine Passion, oh, was hörst du so? Justin Bieber. Radio, Drake, Justin Bieber, also sowas halt. Na, und dann, wenn du dem irgendeine Band so an, oder so, nenn mir einen Song von Nirvana zum Beispiel, und dann Smells like Teen Spirit. Das ist das Einzige, was die Leute noch halbwegs zum antworten können. Beispiel, und dann, das ist dann für mich direkt so, ah, okay, so Musik magst du. Oder bei Filmen, so, oh ja, ich liebe Filme, ich gehe immer ins Kino und, oh, was guckst du? Fast and Furious. Eigentlich mir so. Aber wir sind schon versnobbt dadurch. Das ist ja Nein, das Ding. das Ding Wir ist. sind elitär. Also Nein, ganz sicher doch ein nicht. Sorry, bisschen aber schon. wenn jemand sagt, oh mein Gott, Fast and Furious, bester Film der Welt, dann bist du einfach faktisch falsch. Na, für ihn ist es, also es ist ja, du musst alles auch irgendwo objektiv sehen. Für ihn ist es, er ist als Kind mit Hot Wheels Autos aufgewachsen und hat, und Autos sind seine Leidenschaft und da geht's um Familie. Vin Diesel Familie. kann ich auch bald cosplayen. Es geht um Vin Diesel, der rettet seine Familie. Die können Zum dann auch in der 79. Luft Mal. mit dem Auto dreifachen Salto machen und dann hält er ein was war's, in einem Teil hält er ein Helikopter mit der Hand? War das nicht irgendwie so? Ne, das ist bei Avengers. Okay, egal. Aber Close die enough. sind nicht mehr weit weg davon, Close die enough. Avengers zu werden, ja? Haben die sich nicht irgendwann mal auf eine Rakete gestrappt mit dem Auto und wollten auf den Mond fliegen? Es kann sein, dass ich eine Parodie gesehen habe. Ich weiß es Ich nicht, glaube, es aber. war eine Parodie. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu hart. Aber Boah, ich verstehe, danach was du suche ich das. meinst. Danach suche ich das. Ich verstehe, Das was du finden wir meinst, aber heraus. auf jeden Fall. Ich bin auch so Aber. einer, der sagt, ich mag Musik und dann, ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ich stelle die jedem Menschen, den ich kennenlerne, weil mir das einfach sehr viel über den Ja, Charakter weil auch eben, sagt. weil darüber, was für Musik die hört, kannst du schon mal wissen, was für eine Art Mensch das ist. Und dann frage ich so, was magst du für Musik? Und so, ach, ich höre Radio. Also das finde ich ja noch schlimmer. Als wenn sie so einen sehr, in Anführungsstrichen, eintönigen Geschmack haben oder sehr radiogenerierten Geschmack und sehr Mainstream, ist ja okay, wenn du Mainstream hörst, hörst du Mainstream. Aber wenn die sagen, die hören gar keine Musik oder Das, die dann bist, hören ja nein, Radio so sorry, dann nebenbei, bist du, dann bist du ein so, tut mir Psychopath. leid, aber dann bist du ein Ex-Mensch. Wie heißt er nochmal? Mark Zuckerberg. Das finde ich wirklich Das ist komisch. doch, das ist, was machst du denn, wenn du zur Arbeit läufst?
Du stehst morgens auf und denkst dir, Kennst du die und das Szene? war's. Kennst du die Szene aus American Psycho? Also der Ja, ja, Axtmörder, ja, wo er dann so läuft und er hört Musik und er läuft so auf die Arbeit und er ist richtig gut gelaunt und er ja. so, und es gibt so viele Memes, wo dann irgendwas läuft von Bring Me the Horizon, me casually walking to school oder me casually walking Ja, to work. So richtig das Metal-Lied und er ey, läuft aber jetzt so. das wäre ja wenigstens noch normaler, als einfach nichts zu hören. Hört man nie Musik? Was ist los mit diesen Leuten? Was machen die in ihrem Leben? Ich habe aber auch, ich habe auch Fahren Auto tatsächlich und denken sich, Stille. Vielleicht ein und das gutes war's? Hörbuch. Ein gutes Hörbuch. Das bezweifle ich jetzt mal. Ein Hörbuch. Nein, was ich gelesen habe und also wenn ihr da draußen Gänsehaut beim Musik hören bekommen könnt, dann gehört ihr irgendwie zu einem kleinen Prozentsatz. Das kann tatsächlich nicht jeder. Du hast Echte? irgendeinen Nerv, der bei dir weiterentwickelt ist und deswegen kannst du körperliche Emotionen spüren beim Musik hören. Wir können das danach mal googeln, aber ihr könnt das auch zu Hause von euch. Also Also natürlich, jetzt elitär. dieses Gänsehaut bekommen beim Musik hören kann nicht jeder. Echt Rein jetzt? auch nicht nur psychisch oder so, sondern rein physisch können die es Ne, nicht. ich dachte halt, man hört das immer. Das ist so ein Ding, das hat jeder schon mal experienced. Nee, tatsächlich nicht. Es ist auch, finde ich auch wieder faszinierend, nicht jeder hat einen inneren Monolog. Ja, Nicht okay, jeder. das habe ich gehört, aber das ist super selten. Das ist super selten. Nee, nicht super selten. Viele. Glaub mir, wenn du die Zahl. Wir können danach auch wieder. Wir machen einfach einen Wissenspodcast Ey, daraus. das glaube ich, ne? Das kannst doch doch. Nicht jeder hat einen inneren Monolog, wo, wenn ich jetzt still bin, dass in meinem Kopf so eine Erzählerstimme ist und so und einfach Oh mein Gott, narrated. Nicht jeder nein, hat das. das erklärt jetzt diese ganzen nervigen Abonnieren-Kinder, die dann im Unterricht neben dir gehockt haben und dann gelesen haben. Die mussten das so machen. Oh mein Die Gott. können nicht innerlich reden. Und ich denke dann auch immer so, ich glaube, ich würde das Gefühl haben, ich würde ersticken, weil in meinem Kopf rede ich permanent, in meinem Kopf Oh reden drei ja. Stimmen permanent. Selbst 16 Tabs offen. Die ganzen anderen Stimmen, die anderen Persönlichkeiten. Aber jetzt mal ohne Spaß, stell dir mal vor, du könntest das nicht. Also ich laufe jetzt entlang. Ich Ich kann. bin still, aber in meinem Kopf ist die ganze Zeit, der Typ da hinten sieht komisch aus. Ich habe Hunger. Oh, da hinten ist Rewe, ich könnte ja mir was zu essen holen. Das Ding Und bei ist, denen ist einfach Stille. ja, das Ding ist, wie denkt man dann? Bildlich. Die denken nicht, ich gehe Ich jetzt zum glaube, Rewe und hole mir einen Schnitzel. Die denken, die in ihrem visualisieren Kopf es einfach. visualisieren sie Rewe und visualisieren das Schnitzel. Ey, jetzt interessiert mich echt mal, wie Das viele kannst du, Menschen das google das sind. mal. Das ist so faszinierend. Ich habe da auch in irgendeinem YouTube-Video gesehen von, was weiß ich, vielleicht war es sogar von Nye, the Science Guy oder wie der heißt. Ich weiß nicht. Aber das ist super faszinierend. Also wie gleich die Menschen natürlich sind und wie unterschiedlich in so kleinen Sachen. Und es ist eine kleine Sache, aber wenn ich so drüber nachdenke, finde ich, ist es eine Riesensache, zu sagen, der eine visualisiert es und der andere denkt es und hat einen Erzähler, einfach einen inneren Monolog. Ich habe permanent einen Monolog Ja, mit mir. same. Bin die ganze Zeit mit mir selbst am Okay, das Reden. ist aber auch wiederum etwas. Wir beide haben das, glaube ich, auch einfach manchmal zu sehr wegen halt ADHS, dass wir nachts dann im Bett wach liegen und es dann halt einfach nicht ausgeht. Dieser innere Monolog. Ich liebe das eine TikTok, wo es auch wieder gezeichnet ist. Einfach ein Typ, der halt auch etwas zu Mental Health und sowas gerne macht, aber halt immer sehr lustig. Und er hat einfach so einen 10-Sekunden-TikTok und da ist es einfach nur, ist es nicht, ich mache es auf Deutsch lieber, also ist es nicht lustig, wenn ihr im Bett liegt und nicht einschlafen könnt und euer ADHS-Gehirn macht dann ein scharf, zwei scharf, drei scharf. Ich habe noch Arbeit zu machen. Oh, ich habe das vergessen. Wisst ihr noch vor 6 Jahren, als ich das peinlich gemacht habe? Ey, Macarena. Das sind einfach nur so sieben, acht verschiedene Gedanken hier so hintereinander tätigt. Das Also, ist so geil. Und ich halt finde alles halt, animiert. ja, es ist schon lustig bei mir, aber finde ich es ein bisschen, es ist mehr so wie wenn du in einem Raum bist mit so 100 Leuten und du hörst alle Gespräche gleichzeitig, aber du verstehst keins. Es ist einfach nur laut. Brown Noise. Ja, genau. So, ja, so rauschen einfach. Ich hab das für mich entdeckt, Lesen vorm Schlafengehen, weil ich das irgendwie, ich lese halt Mangas, aber es ist auch Okay, dasselbe. also du meinst Also, schon physisch lesen. ja, aber ich habe auch, du kannst ja auch am Handy, kannst du dir eine App runterladen, die heißt, Moment, machen wir Werbung dafür. Ich denke keine Werbung, aber Werbung. Manga Plus. Und da kannst du, wenn du dir einen Account machst, Sachen öfters lesen. Und wenn du dir keinen Account machst, kannst du alles einmal lesen. Aber ich lese doch einen Manga-Band nur einmal, in den True. meisten Fällen. Und dann, deswegen, Jujutsu Kaisen kommt jede Woche neu. Und dann lese ich das Ha. eine
Kapitel oder ich warte ein paar Wochen und lese dann drei, vier, fünf Kapitel hintereinander und dann kann ich sie nie wieder lesen. Aber ich habe sie ja schon gelesen. Damn, Weißt okay, du? das Und wusste ich nicht. deswegen, das ist Das halt, ist cool. das benutze ich super gerne, abends dann auch im Bett, weil dann hast du nicht dieses Buch blättern oder musst nicht noch irgendwie Licht machen oder sonstiges. Ja. Und kannst dann auch, also für den Partner zum Beispiel, wenn er schläft, finde ich es halt einfach entspannter, dann lese ich ab und zu am Handy. Das ist cool. Aber ansonsten, wie so ein altes Pärchen, sitzen wir ganz oft. Wir haben beide einen Nachttisch und eine Nachttischlampe. Und Lucy hat sich endlich so ein kleines Gerät geholt, was man oben aufs Buch draufstecken kann. Und da kann man Licht machen. Also so ein kleines Oh, Buchlicht. ja. Aber das ist wirklich fancy aus Amazon. Das kann verschiedene, ich sag immer Lautstärken. Für mich ist das. Es Wärmetöne? kann verschiedene Warmtöne machen, also warmes Licht, kaltes Licht und dann halt heller und dunkler, ne? So wie du es haben willst. Also du kannst es richtig anpassen. Und es ist richtig klein, kannst es zusammenklappen, passt in die Hosentasche. Ist Nice. mega mini, hat irgendwie 5 Euro gekostet oder so. Und jetzt sitzt sie da abends und sie hat angefangen, Mangas zu lesen. Echt Ich bin jetzt? so happy. Sie Damn. hat, jetzt muss ich sie nur noch in die Richtung Animes drehen, dass sie das auch noch, weil sie hat jetzt wirklich zwei Mangas angefangen, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Das eine heißt Laid Back Camp. Das ist ein Slice-of-Life-Manga, da passiert gar nichts. Und ich frage sie so, was passiert Ganz denn? ehrlich, passt aber auch irgendwie zu Was ihr. passiert denn? Das sind Freunde. Lucy erklärt, die erklärt es wie eine Vierjährige. Ich hätte natürlich, sie sitzt dann so und sie so, das sind Freunde und die sind campen und die machen Essen und haben Spaß. Ich so, das ist alles, was passiert. Ja. Und ich so, sonst nichts. Und sie so, ja, dann hat sie mir den Manga gezeigt. Ich so, ah, es ist Slice of Life Manga. Ich So. kann es mir halt so gut bei ihr vorstellen, wie sie es erklärt. Sie hat so Es ist Spaß so dran. süß. Und das andere, könnt ihr in die Kommentare schreiben, was hat sie als anderes gelesen? Jujutsu Nein, 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 Vinland Saga. Kaisen. So komplett in die andere Richtung. Sie guckt sogar den Anime auf Netflix, weil es den da gibt. Für mich ist das halt wirklich gar nichts. Ich finde den absolut langweilig. Das ist aber meine Sache, weil die Story, die da erzählt wird, ist für mich eine Story, die es in hundertfach schon gibt. Vater, der unglaublich toll ist und aber den Rücken gekehrt hat zum Krieg, wird ermordet und dann wird der Sohn Oh, halt der okay. neue Held des Dorfes und will seinen Vater rächen. Es ist halt einfach für mich To boring. be fair, die meisten Animes sind mittlerweile die gleichen. Trotzdem, es ist einfach für mich boring. Ich mag das Setting nicht, deswegen ich lasse das alleine gucken und lesen. Finde ich halt schade, weil ich würde gerne was mit ihr zusammen gucken. Aber ich war super stolz. Und wie gesagt, ich habe ihr dann irgendwie 5 Bände von Laid Back Camp gekauft. Oh Mann. Und die Leute bei der Manga-Mafia, Grüße gehen raus, meinten dann auch, davon gibt es auch ein Anime, ne? Und ich so, oh, ich muss ihr den Anime, ich muss mir Crunchyroll holen. Und dann muss ich ihr einfach den Anime zeigen. Die sitzt dann da und Und guck den guckt den Leuten beim Mädels Spaß zu haben zu beim Kochen, Campen. beim Campen und Kochen. Die machen nichts anderes. Laid Back Camp. Ha, das müsste ich mir mal angucken. Sie meinte halt, das ist so entspannt. Weil da passiert ja nichts. Also nichts Dramatisches. Dramatisches. Du musst Ja, nicht ja. Angst haben, wenn du jetzt die Seite umschlägst, ist dein Lieblingscharakter gestorben oder irgendjemand wird geschlagen oder keine Ahnung, was weiß ich. Ist halt einfach entspannt. Und ich so, ja, das Ja. ist Slice of Life. Manchmal will man halt einfach nur chillen und nicht den Adrenalin. Ich verstehe das nicht. Erinnert mich gerade aber an eine andere Story. Apropos Adrenalin, was der Mann wohl fühlen musste, ist jetzt, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ist aber auch eine ältere Story. Weiß noch damals Australien, als da so viele Wildfires waren, als es gebrannt hat? Ja. Anscheinend wurde in einem, also nachdem es halt gelöscht wurde, in einem der Felder dort irgendwo im Wald Drogen gefunden. besser. Bell. Okay, das hört sich ein bisschen falsch an. Nee, schlechter. Es wurde ein Taucher gefunden in Taucherausrüstung. Und die Leute dachten sich dann so, Warum taucht man im Wald? ja eben, ne? Die dachten sich so, wie ist der hierher gekommen? War in dem brennenden Wald als Taucher, was da gewesen? Und dann sind die auf den Schluss gekommen, dass das Flugzeug, das in Seen das Wasser aufscoopt, um die Brände zu Das hat den löschen, aufgescoopt. es hat ihn einfach, Verarsch mich es hat nicht. ihn aufgescoopt, ich höre mich so schlecht, das Lachen, es hat ihn aufgescoopt und ins brennende Feuer geschmissen. Stell dir mal vor, so gehst du. Wenn ich um, wenn es einen Himmel gibt und es war ein guter Mann und er ist im Himmel und ob es Gott ist oder irgendeine Engelfigur oder irgendjemand steht vor ihm. Meinst du nicht, wird sich ein bisschen verarscht vorkommen? Der wird dir sagen, ernsthaft? So muss ich gehen? So? Hey, er hat getan, was er geliebt hat. Sein Er Hobby. ist gestorben Aber bei seinem Hobby, das stimmt, was gibt aber dir als
Stell dir mal bildlich vor, du bist am Tauchen. Das meine ich doch, der schwimmt. Auf einmal hörst du ein Flugzeug in deinem Abonnieren. Dann wird er Es hupt aufgesaugt. dich auf, du hast nur Dunkel. Und dann das nächste, was du siehst, ist flammendes Inferno. Das Ding ist nicht mal flammendes Inferno, sondern der ist ja halt auch einfach, also das war ja er. Weißt du, ich meine? Der ist ja einfach, die sind ja hoch, das ist ein Flugzeug. Nee, die gehen ja schon nah ans. Also. Das sind trotzdem bestimmt 10, 20, 30 Meter, die so weit da Ja. können die, die müssen ja über den Bäumen, Aber das die können ja Einzige, nicht was zu er den sieht, Bäumen wenn und das Ding dann. sich öffnet, ist halt. Damn. Also da kannst. Da Das kannst ist Top du 10 stehen. kurioseste Tode aller Da Zeiten. kannst du halt verstehen, wenn man ab und zu einfach mal ein bisschen chillen will. Ja, aber jetzt mal ohne Spaß, ich würde mich so beschweren oben. Ich würde sagen, Leute, da hätte ich doch lieber von einem Hai gegessen werden sollen. Was ist das denn für eine Nee, stell, stell mal Abfuckscheiße? vor, eigentlich, gut, bei der Höhe, der muss ja sofort, ne, also ich denke mal jetzt nicht, dass er gelitten hat. Bei der Höhe, der müsste ja eigentlich dann relativ Wahrscheinlich. schnell, ne? Durch einen Aufprall. Stell mal vor, der taucht dann im Himmel auf und ist noch am Schreien und denkt sich so, ah! Und der Engel so, was passiert? Und dann so, wie bist du hergekommen? Und ich so, keine Ahnung! Was ist passiert? You got me effed up, man. That was messed up. What the hell, was passiert? Davon gab es aber auch noch mal eine Serie. Guck, wir schweifen. Ich finde das so toll, dass wir einfach von einem Thema ins nächste schweifen. Wie Ja, diese. warum nicht? Aber daran merkt man das an. Das ist einfach komplett Es ist ein woanders. Podcast, dafür ist es doch gedacht. Es gab mal bei, ich weiß nicht, wie der Sender heißt, BBC, nicht BBC, sondern das, wo immer so Dokus über die Wüste und sowas laufen. Keine Ahnung. D-Max? D-Max. Ich glaube auf I D-Max. guess. Ich weiß Und nicht. da gab es wirklich eine Serie, die haben sie natürlich ins Deutsche vertont, aber es war eine englische Serie mit den skuriosesten, Ja, skurriosesten. sag mal, skurrilsten, nicht skuriosesten, das ist falsch, das ist, egal, mit den skurrilsten Toten Okay. aller Zeiten. Und da waren auch so, nur so eine ganz komische Sachen, wie die Person dann gestorben ist und irgendwie, keine Ahnung, vom Alligator gefressen oder irgendwas Randomes. Und dann denke ich mir halt auch immer nur so, da gab es, ach genau, einen Darwin Award oder sowas Oh gab es ganz früher. ja, Das war wirklich genau. eine Sendung. Und dann dachte ich mir auch nur so. Das ist aber auch einfach nur Dumb Ways to Die. Also wer den Song kennt, ne? Ja, aber dann denke ich mir auch nur so. Manche Menschen schlafen halt friedlich mit 80 in ihrem Bett ein und das ist ihr Tod. Chillig, du gehst schlafen, du wachst halt nur nicht mehr auf. Du merkst das wahrscheinlich gar nicht mehr, weil du ja Okay. im Schlaf stirbst. Andererseits, Und andere. an wen erinnerst du dich, der im Schlaf gestorben ist? Na? Entweder du kannst sagen, oh, ich will friedlich im Schlaf mit 80, na, langweilig. Oder während ich aus einer Kanone geschossen werde, wurde ich vom Blitz getroffen. Dann werden die Leute heute noch über dich reden. Nee, I wanna sleep and I wanna die. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, glaube ich, fände ich das am chilligsten. Du gehst halt schlafen und dadurch, dass du ja im Traum bist und wenn du stirbst, wird ja auch DMT und sowas freigesetzt und alles Mögliche, kann das ja so ewig sein, weißt du? Dann bist du halt einfach in deinem Gefühl halt ewig in diesem Traum. Wird's deep. Du bist ewig in diesem Traum. Für die anderen ist halt der Tag schon vorbei und gestorben, aber für dich vergehen Jahre oder so. Und dann irgendwann, ja, bist du halt. Da ist ein Daniel. Also, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich weiß nicht. So, also so vom Blitz getroffen werden muss ich ja nicht. Ja gut, aber die Leute überleben das ja auch meistens. Es gibt ja. Das ist jetzt wieder eine andere Story. Ein Typ, der wurde Abonnieren! in seinem Leben 5-mal oder so vom Blitz Und getroffen sein und dann sein Grabstein dann auch. Grabstein auch noch. Ich glaube Und insgesamt sogar sieben. der Blitz hat seinen Grabstein dann noch zerstört. Aber ich Also, glaube. was hat der gemacht, um Gott so sehr auf die Nerven zu gehen? Meinst du, das war früher ein Engel, der den einfach ab, wenn es das gibt. Und er hat sich dann einfach gedacht, so, Wer yo, weiß, ne? dem hall ich alles heim. Wer weiß? Vielleicht hat er in seinem Leben auch einfach zu viele Bibeln verbrannt oder so. Und dann, dachte der sich so, weißt du was? Nee, ein Blitz nach dem anderen. Oder er hat gesagt, ach Zeus, den gibt's gar nicht. Die Griechen, was wissen die schon? Und dann. Ich finde, wenn du jetzt wieder Griechen sagst, das ist ja auch, die Leute dachten ja wirklich damals, wenn du den Berg Olymp erklimmst, dass hinter dem Berg wie nur eine Art kleines Tal ist und dass da die Götter wohnen. Dass die Kommt wirklich da da niemand oben, hochklettern und nachgucken? das habe ich mir auch gedacht. In den ganzen Jahren, Safe. wo die das halt erzählt haben, ist da nicht einer auf die Idee gekommen, ich nehme jetzt einen Rucksack, ja, pack mir ein bisschen Wasser ein und ich gehe da jetzt hoch. Proviant für den Weg Proviant. und dann gucke ich oben nach, was da oben ist. Denke ich mir halt auch immer so. Apropos
Zeus und die ganzen Götter. Ich bin ja eigentlich auch, also ich finde das generell super interessant. Percy Jackson, beste. Nicht nur Percy Jackson, God of War, Stimmt. Herkules, Nie also gezockt. Herkules, das Disney. Ja, ich meine, God of War nie gezockt, ne? Oh, da hast du was Ich kenne die verpasst. Spiele. Ich Da habe hast du den echt was ersten Teil oder verpasst. so gespielt. Nee, aber Herkules von Disney und so, die hatten ja auch eine Fernsehserie, die mega nice Ja. war. Ich freue mich jetzt echt auf das, dieses heißt das noch Lorcana? Das nächste von, kommt ein neues Kartenspiel raus von Disney. Ein TCG. Ich spreche es auch jedes Mal falsch aus, aber ich glaube, es heißt Lorcana. Entweder Lorcana oder irgendwas mit A war es, glaube ich. Arcana? Kann sein. Ich glaube, Lorcana. Weiß ich nicht. Korrigiert uns in den Kommentaren. Aber ja, das wird rauskommen und es gibt halt so viel von Disney, was mir halt gefällt und vieles halt auch nicht. Aber dann so die ganzen. Baymax. Wenn ich Echt? mir ein Deck mache, ist es ein Baymax-Deck. Ich Ich umarme glaube. die Gegner zu Tode. Ey, ich hoffe, die bringen Schatzplanet, Atlantis. Das waren so gute Filme, die sind so underrated. Wie hieß nochmal das in Peru mit den Lamas und. Shit, wie hieß denn das nochmal? Ein Königreich für einen Lama. Genau! Ein Königreich, Ey, ich war bester gerade Film. wirklich. Das, Bester Film. diesen Film haben Dominik, ich und unser älterer Bruder Marcel bestimmt 50 Mal Der gesehen. ist so gut. Locker. Der ist Weil so wir, das gut. war einer der wenigen, was heißt wenigen, wir haben schon viele Filme, aber das war einer der Filme, die wir halt auf DVD hatten. Auf Kassette, glaube ich, sogar Nein, noch. nein, 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 auf DVD, weil es gab ein Spiel, das du spielen konntest in der DVD, das du mit der Fernbedienung gespielt hast. Da konntest du so Damn, Sachen noch daran erinnere machen. ich mich, glaube Das, ich, doch, nicht doch, mehr. doch. Ich Da war hab, ich noch zu jung. wir haben die DVD noch zu Hause, wir können das mal machen. Müssen wir mal machen, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein DVD. Ich habe einen Blu-ray-Player, aber da müsste es ja auch gehen. Da war ein Spiel dabei, Yes. wirklich, wo du spielen konntest. Du musstest zum richtigen Zeitpunkt Sachen drücken und so ein Quatsch. Da hatten sie noch Spiele in den DVDs drin. Crazy. Das hat aber Monte jetzt auch gesagt. Ich finde das wirklich, wirklich, wirklich sehr schade. Ich in unserer unglaublich kranken Konsumgesellschaft, wo alles nur noch schnell, schnell und raus und viel verkaufen und da einsparen und da einsparen. Es wird bei Games so krass gespart. Früher hast du dir ein Spiel gekauft, ja, zum Beispiel. Allein was in der Packung alles Ja, drin war. genau, das meine ich ja. Die Map der Welt, Das Werbung fürs Booklet, nächste. Werbung, Sticker oder sowas, das war einfach alles for free drin und das Spiel hat 50 Euro gekostet oder 5 oder 40 oder was weiß ich was. Jetzt kostet es 80 und es ist nur die CD drin. Jetzt kostet es 80 und es ist nur die CD drin. Auch bei den Switch-Spielen. Früher bei Nintendo hast du alles Mögliche drin gehabt. Oder die hatten eine Special Collection oder sonst was. Jetzt machst du das Ding auf. Das Spiel ist drin. Und außen ist Folie und das Ding ist Plastik. Das war's. Ja. Mehr nicht. Und trotzdem ist alles teurer geworden. Und da hat sich Monta auch drüber beschwert. Auch bei CDs, bei Musik, DVDs. Da waren noch Sachen dabei. Da hast du einfach noch irgendwas gehabt. Jetzt machst du das Ding auf, hast nur das, was du gekauft hast und Schluss. Deswegen, das verstehe ich auch nicht, warum Digital nicht billiger ist als zum Du, Beispiel, ja, wenn du das Spiel sparst dir die 80 Euro, Kosten von der Produktion. ja, wenn das Spiel 80 Euro kostet, dann sollte Digital 60 oder noch weniger kosten, weil du 80 Euro eben, da wird eine CD gebrannt, draufgespielt. Die CD hat ja auch noch das Logo oben drauf, also ist auch ein bisschen Das kostspieliger, das Drucken, den Drucken, Materialkosten, die alles Verpackung, die Mögliche. Lieferung. Und dann digital, Gleiche. gleicher Preis. Du Verstehe ich auch tust zwar nicht. was für die Umwelt, aber. Ne, aber da glaube ich ganz ehrlich, da fühle ich mich dann hier wieder im Laden richtig wohl, weil das ist so wie sein inneres Kind zu heilen. Ne, weil hier ist einfach so viel, was So viel man so. Spielzeug. Ne, nicht nur Spielzeug, sondern du hast ja auch gesagt, damals waren in den Boxen da noch viel drin, zum Gucken, zum Machen, zum Tun. Und ich finde, das habe ich hier halt auch so wieder. Ne? Ja. Ich habe jetzt hier auch wieder angefangen mit Karten zu spielen. Alles. Ich finde das halt. Ich weiß nicht. Macht Das ist einfach, Spaß. einfach nochmal was Physisches zu haben, ist halt nochmal was anderes. Denke ich auch. Aber ich finde es wirklich, ich finde es ein bisschen traurig. Ich finde es einerseits traurig, weil ich glaube, dass die Leute sich immer mehr Sachen kaufen und dann einfach wegwerfen oder halt nicht so schätzen. Also halt, ne, Weil es halt auch dieses immer so viel Konsum. gibt. Ja, genau, weil auch sich jeder gefühlt ja auch mehr leisten kann. Ja, man sagt hier Inflation und bla bla bla, aber im Endeffekt kauft sich auch jeder zehnfach mehr Sachen. So, wenn jemand mir sagt, er hat kein Geld, aber hat irgendwie 10 Commander-Decks zu Hause, die full voll sind und jedes Deck kostet 100 Euro, dann sage ich mir, du hast Geld, du gibst das halt nur Ja. nicht aus für wichtige Sachen. Ja. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber die Leute kaufen halt einfach nur noch und schmeißen weg.
Also die kaufen und nutzen es gar nicht mehr. Also ich weiß noch, wie es bei uns war, dass wenn du ein schönes Paar Schuhe hattest, dann hast du das selbst geputzt zu Hause und hast dich darum gekümmert, dass sie sauber sind und lange halten, weil du wusstest, du kriegst erst wieder neue, wenn die kaputt sind. Aber du wolltest auch, dass die halt so lang wie möglich halten. Und jetzt laufen die Leute rum, dann frage ich, klar, ich habe auch mehrere Schuhe, das will ich gar nicht sagen, aber dann so, ja, wie viele Schuhe hast du? Ja, 80, weil ich bin Sneaker-Collector oder sowas. Und dann denke ich mir so, okay, und hast du irgendwie Geld auf die Seite geschafft für die Zukunft oder für. Nö. Wo ich mir so dann denke, ja, du gehst halt total dumm mit deinem Geld um, hast 10.000 Euro an Pokémon-Karten, die aber keine 10.000 Euro wert sind, weil die musst du ja auch erstmal verkaufen. Das ist ja auch Quatsch, wenn die Leute sagen, meine Sammlung ist 10.000 Euro wert. Find jemanden, der sie kauft für 10.000. Macht keiner. Und wenn sie einen auf einen Schlag kaufen würde, würde er vielleicht 5.000 zahlen, also die Hälfte, dass die Person halt plus macht. Und deswegen, die Leute sind so reckless mit ihrem Geld geworden. So, ich merke das, ich habe das ja selbst bei mir gemerkt. Gerade am Anfang, wo ich hier gearbeitet habe, habe ich mir auch eine Sache nach der anderen gekauft oder auf den Deckel schreiben lassen oder keine Ahnung. Das denke ich mir also auch so, das kannst du halt einfach nicht machen. Das habe ich dann einen Monat oder zwei gemacht und dann habe ich da erstmal gemerkt, so, Bruder, du kannst doch nicht einfach jeden Monat 2.000 Euro in den Laden pumpen, indem du einfach irgendwie Sachen kaufst. Ja, Das geht nicht. ich habe es Klar bei mir sollst du dein halt, Hobby ausleben, ich so habe es ist bei mir nicht. halt auch jetzt mittlerweile gemerkt. Ich habe jetzt nicht so viel von One Piece mir geholt, aber eine Ebene von meinem Regal ist damit jetzt schon voll. Und dann dachte ich mir so, okay, mal runter vom Gas. Ich denke, das reicht fürs Erste aus. Du hast aber, was hast du, ein Display Ein oder zwei? Display Und die Decks, ne? und mittlerweile 4 Decks, also mit der Ja. Verpackung halt noch. Dann halt jetzt noch das Filmdeck und halt die Box dann noch von Ultimate Guard, die Sachen, wo dann, und dann halt noch so alte ETB-Verpackungen, um den Bulk reinzumachen. Das Jetzt musst du mal denken, wie es bei mir ist. Ich habe zwei und ich habe 4.000er echt nicht komplett viel. voll. Ich habe 10, 20 von den goldenen Yu-Gi-Oh! Tins voll, nur mit Bulk und mit Holos. Aber halt mit dem Hintergedanken, das sind dann ältere Holos, wo ich genau weiß oder hoffe zu wissen, okay, die Karte könnte irgendwann mal spielbar werden und dann wird sie spielbar und dann weiß ich, okay, es war eine 10-Cent-Karte, jetzt geht sie 2 Euro. Dann nehme ich sie aus dem Bulk und verkaufe sie oder so. Ja, du machst es Also. halt ein bisschen schlauer, als einfach nur zu hoffen oder zu sagen, ja, meine Sammlung ist so und so viel wert. Und dann, also mental, das Geld habe Aber ich ich dann. tue immer wieder die Klattern. Das, also immer wieder gehe ich hin und sortiere aus und sage, okay, die Karte hat jetzt den 17. Print bekommen, die wird niemals teuer, die kommt jetzt Ja, in Bulk und dann nehme ich den Bulk und verkaufe den Bulk halt kiloweise ja. sozusagen weg, einfach damit Das ich ist dann ja nicht so schlau. viel rumliegen habe. Weil, ja, du kannst halt einfach nicht so. Das ist etwas, was ich für mich gemerkt habe, wenn ich zu Hause zu viel rumstehen habe. Also zu viel einfach Sachen. Nicht nur Ja, man will minimalistischer Ding. sein. Das macht so einen Unterschied. Ja. Dieses, also ohne Spaß, ich habe das auch durch Lucy halt einfach erst gelernt. Vorher war ich auch so ultra der Konsument, einfach dachte so, ja, Einfach weniger haben, aber dafür selektiver. qualitativer und was auch wirklich verwendest. Ja, und deswegen, wenn ich mir jetzt was kaufe oder was hole, ich freue mich viel mehr. Ja. Ich habe jetzt, was haben wir geholt? Wir haben ein Gästebett geholt. Vor oben, ein Gästebett, ja. Das ist ja nicht mal für uns, basically. Das ist, wenn Leute kommen, dass sie bei uns schlafen können. Und jetzt haben wir am Wochenende Abenteuer gemacht, weil unser Gästebett ist im Bad. Es ist oben im Dachboden. Dort Und dann geschlafen. haben wir es, also vor einer Woche waren noch ihre Eltern da. Das war auch schön, da haben die natürlich dort geschlafen, da haben wir es jetzt neu bezogen und haben dann einfach dort ein Abenteuer gemacht. Haben Laptop hochgenommen, haben uns Chips genommen und haben Das dann oben ist Good Girls geguckt auf Netflix. Eine süß. Serie von Frauen, die Drogen verkaufen. Das ist super. Finde ich sehr super toll. Und haben die Serie geguckt und haben dann dort geschlafen. Aber ich weiß es richtig zu schätzen. Ich habe jetzt 600 Euro dafür ausgegeben. Ich weiß, ich habe extra ein bisschen mehr Geld ausgegeben, damit, wenn Leute kommen, die gemütlich da schlafen können. Und es war einfach für mich etwas Wichtiges. So, wenn Ja. du vorbeikommst, wenn Max vorbeikommt, wenn Vince vorbeikommt, dass einfach Ja. die Leute auch bei mir für ein Wochenende da bleiben können. Das Dass war die mir Möglichkeit wichtig. da ist, ja. Und ich finde, bei mir ist es jetzt halt, ich habe halt jetzt echt viel Geld für den Rechner ausgegeben, aber Halt für die Arbeit. es ist halt für die Arbeit und ist halt etwas, was ich auch wirklich jeden Tag nutze. Und Ja. da bin ich halt jetzt, da bin ich schon so ein bisschen ein kleines Abonnieren, weil ich beziehe das dann so ein bisschen auf meine Geburtstage oder auf Weihnachten, wo ich dann mir so denke, wenn ihr nett die Idee habt, dann schenkt mir einfach gar nichts. Ich bin da nicht böse, weil ich will dann halt nicht einfach random Zeugs überall Ja. rumliegen haben, was ich dann eigentlich nicht brauche. Aber ich bin es dann auch zu schade zu sagen so, komm, das habe ich geschenkt bekommen, ich will es jetzt nicht wegschmeißen, weißt du? Dann behalte Mach es halt einfach dir trotzdem. einfach eine Amazon-Wishlist.
Habe ich auch schon gesagt. Ich werde dieses Jahr Ja. 30. Und falls jemand was mir schenken will, ich werde die Amazon-Wishlist hier auf YouTube auch posten. Wenn ihr was davon kaufen wollt, schickt es an meine Adresse. Vielen Genau. Dank. Ich meine, es tut ernst. Post ihr. So, wenn mir jemand gefallen. Schickt's hierher, Ich mache einfach dockst so dich vielleicht nicht. Reese's. Ich mache Reese's rein und Monin Vanillesirup. Nein, Quatsch. Aber ich habe wirklich gedacht, für den Geburtstag, weil ich den auch ein bisschen größer feiern möchte, wirklich eine Wishlist zu machen. Wenn alle, ich lade alle in eine WhatsApp-Gruppe ein und poste da halt die Wishlist ein. Wenn dann jemand was kaufen will, dass er was davon holt und nicht Ja, irgendeinen Quatsch den und du dann nicht irgendeinen, wo du brauchst. dann da sitzt und machst offen und so, oh, Danke. das 16. Butterfly-Messer, cool. Und denkst du Aber so, ja, na, wo wir schon beim Thema 30 sind, wir sind schon bei über 30 Minuten. Ja, ich glaube schmeißt langsam, mich raus. ich glaube, ich muss dich rausschmeißen. Ja, es ist Montag, wir haben alle viel Arbeit noch zu tun. Die Folge, die jetzt gedreht wurde, muss jetzt auch gleich raus, dass sie 19 Uhr fertig ist. Stimmt. Deswegen. Und du musst noch den einen oder anderen Fluch herauskarten. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt Karten verschicken und ihn sehr geärgern. Der war nämlich jetzt wieder eine Woche nicht da, der war krank. Den ärgere ich jetzt. Okay. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Jetzt. Ciao. So.